Das hier ist der kleine Raptor Blue. Dieser ist soeben hier in dieser Menschenstation aufgewacht. Ganz allein. Und kann sich an nichts mehr erinnern. Er muss jetzt auf jeden Fall nach seiner Familie suchen. Er weiß leider nicht, was passiert ist. Aber bevor er nach seiner Familie suchen kann, sollte er erstmal auf die Suche nach Nahrung gehen. Der Raptor wird sich übrigens sehr, sehr oft von euch in den Kommentaren gewünscht. Also vielen, vielen lieben Dank an euch alle, die da Kommentare geschrieben haben. Heute spielen wir mal den Raptor. Und ich glaube, man kann auch schon ganz gut erkennen, warum der kleine Racker hier Blue heißt. Auf dem Kopf sieht man schon leicht. Zäune sind ja auch kaputt teilweise. Oh, die Nahrung ist schon sehr weit unten. Ich hoffe, wir können jetzt hier was erschnuppern. Ansonsten haben wir ein Problem. Sieht aber gerade nicht gut aus. Dann sollten wir wahrscheinlich erstmal den einzigen Knochen da wahrnehmen. Ist halt nicht, was wir sonst machen. Wir rennen jetzt erstmal hier so ein bisschen in den Dschungel rein. Unsere Nahrung ist nämlich soeben auf Rot gesprungen. Also sieht nicht gut aus. Oh nein, ist das hier unten? Oh Gott, wir haben ein Problem. Wir haben ein Riesenproblem. Wir müssen jetzt irgendwas finden. Ja, hier in dem Wasser, da ist es natürlich auch wieder gefährlich. Oh, das ist mitten im Sumpf, glaube ich. Oh, gar nicht gut. Aber wir müssen es jetzt riskieren, es geht nicht anders. Ansonsten sterben wir. Kriegen halt auch schon Schaden. Muss hier irgendwo liegen. Nein, es ist im Wasser, oder? Ich glaube, da kommen wir nicht ran. Das ist ein Problem. Ich glaube, das ist nur schon so ein bisschen vergammelt. Aber es sieht gar nicht mal so klein aus. Ich glaube, das ist ein Pteranodon. Das sollte auf jeden Fall unser Leben erstmal retten. War halt nicht mehr viel dran. Aber es hilft. Ja, hier ist die Staumauer. Die kennen wir ja schon. Vielleicht finden wir ja hier irgendwas. Die Sonne geht natürlich jetzt auch noch unter. Das macht es noch schwieriger für uns. Aber vor uns liegt irgendwas. Wir müssen da hin. Da links ist auch kein Wasser, also wir können hier mal runterspringen. Und dann rennen wir mal zu der Keule. Wir müssen es ja fast riskieren. Da oben ist was. Oh, das ist ein Cerato. Gott, seht ihr das? Oh nein, der frisst mein Essen, oder? Ich glaube, er ist weggerannt da hinten, oder? Ich glaube, ja. Okay, wir können essen. Oh nein, ich glaube, wir kommen nicht an das Fleisch ran. Das ist im Felsen hier drin. Das. Oh nein. Wir haben ein Riesenproblem. 53 Leben haben wir noch. Wir müssen weiter.
Hallo. I need food. Can you help me? Ist der AFK? Ist er nicht. Ich bin so hungrig, mein Kleiner, helf mir bitte. Ich habe keine Ahnung, ich bin gerade wirklich verzweifelt. Ich glaube, es war an Land. Ja, wir können essen. Oh mein Gott, es war direkt neben uns. Gott, ich komme nicht mehr hoch. Das Ufer ist zu steil. Oh, bitte. Lass mich hoch. Oh, wir haben es geschafft. Und das ist eine Ziege. Wir haben sie erlegt. Unsere erste Beute. Und wir hören Raptoren. Oh Gott. Das könnte echt die Rettung sein. Ich kann auch die Gedärme fressen, hattet ihr gesagt. Ich glaube, das tue ich sogar gerade, oder? Ich weiß es nicht. Also ihr meintet auf jeden Fall, ich kann die Beute schütteln, wenn ich sie hochheben kann. Und es gab auch noch einen anderen Weg, aber den habe ich gerade leider wieder vergessen. Ich gucke das einfach gleich nochmal nach. Aber das gehört eh gerade zu unserer Diät, das ist perfekt. Da sind sie, glaube ich. Bitte nehmt mich auf in eure Familie. Ich wurde aufgenommen. Boah, ich werde angegriffen. Aber warum? Oh Gott, der will mich, oder? Ich kann halt nicht abhängen, weil er meinen Namen sieht. Das kann jetzt nicht sein. Ich hoffe einfach, dass er das Risiko nicht eingeht, hier rüber zu schwimmen. Okay. Das war ein Fehler. Scheiße. Oh nee. Nein, ich ersticke. Dubdidu, das ist alles nie passiert. Eigentlich sind wir hier durchgeschwommen und am anderen Ufer angekommen. Nee, natürlich nicht. Das ist das zweite Leben, aber das will ich so nicht auf mir sitzen lassen. Wir müssen immer noch unsere Familie finden. Ich bin schon wieder so krass hungrig. Wir sind gleich auf dem Hauptfeld und ich höre da auch schon Raptoren.
frage mich, ob ich hier was schnorren kann bei denen. Oha. Okay. Den kann ich nicht vertrauen. Das wird nix. Also ein Mist. Ah, hier ist auch noch Food. Oh nein, okay. Okay, das habe ich ja gar nicht hinbekommen. Oh, die haben mich adoptiert. Perfekt. Wir haben eine Familie. Oh, das ist ja schön. Die haben schon wieder diesen komischen Bug mit den Sachen langziehen. Aber jetzt haben wir unser Rudel. Wir werden auch schon angegriffen, so wie es aussieht. Lag ist so bad. Ja, bei mir lag es auch ganz schön. Wir sind krass, oder? Wir kämpfen mit. Es laggt halt wirklich so hart. Also die FPS hier sind echt nicht so schön. Alter, man kann hier echt nicht gut kämpfen. Oh Gott. Okay. Ich würde sagen, wir hauen hier ab von diesem Field hier. Das ist nichts für mich. Das laggt mir hier viel zu krass. Ich habe jetzt nochmal den Server gewechselt. Wir sind jetzt auch wieder auf einem EU-Server. Ich denke mal, dann läuft es auch ein bisschen besser. Ich weiß nicht, ob das hier vorne Raptoren sind. Ich werde mich mal ransneaken. Jetzt gerne rausfinden. Ich muss jetzt eine neue Familie finden. Ich glaube, das Rudel ist das A und O als Raptor. Weil es ist halt viel effizienter, irgendwelche anderen Dinos anzugreifen im Rudel. Kann man immer ablenken von der einen Seite, der andere schlägt zu. Und sowas halt. Da vorne sind, glaube ich, Raptoren. Ich sehe den Chat. Das ist doch immer ein gutes Zeichen, oder nicht? Sieht man das nicht nur bei Artgenossen? Und wir haben eine neue Familie. Oh, das ging schnell. Das ist sehr gut. Hier gibt's Fressen. Sehr gut. Und dann kam mal wieder die lange, grausame Nacht. Der Großteil unseres Rudels hatte sich aufgemacht, um beim Wasserfall was zu trinken. Deshalb war ich in diesem Moment mit Dani alleine und wir machten eine sehr spannende Entdeckung. Da war ein Croc.
Warum ist hier ein Croc? Okay, sie greift's an. Ein anderer Raptor. Okay, ist im Busch. Und genau in diesem Moment kam dann das Rudel zurück. Meint ihr, der lockt aus? Ne, da ist er. Oh. Nein, er hat einen von uns gekillt, glaube ich. Fake chargen. Okay. Wir haben es umzingelt. Darf halt nicht zum Wasser kommen.
bisschen weg. Nicht mehr für Ausdauer. Mal kurz hinsetzen. Bisschen Ausdauer tanken. Bin halt auch hungrig. Boah, dieser Kampf, der geht voll lange. Es ist down, oder? Okay, da haben wir uns aber jetzt ein Stück verdient. Oh, sehr gut. Ich hoffe, das ist auch eine Diät. Mal gucken. Ach, die Organs. Wie macht man das denn jetzt? Man muss, glaube ich, so reinbeißen, wie die das machen, ne? Ich würde auch gern was abkriegen. Er holt die alle raus für uns, das ist aber lieb. Dann esse ich auch mal. Oh, da oben ist was. Wir werden beobachtet. Was ist das denn? Oh! Ein kleiner. Habe ich jetzt die Organe rausgeholt? Ich glaube ja, oder? Ich glaube, das hat jetzt geklappt. Cool, zum ersten Mal. Ich glaube, ich muss einfach so draufbeißen. Da unten laufen drei Ceratos. Die jagen wir gerade. Und die greifen an. Oh Gott. Es geht los, glaube ich. Bei drei müssen wir natürlich echt aufpassen. Ich bleib erstmal hier oben und beobachte. Ich bin noch nicht voll ausgewachsen. Oh, die pouncen die schon. Das ist gut. Und ein Rani geht, glaube ich, down. Ja, wir müssen mitfighten. Unser Rudel braucht uns. Ja, was ist hier denn los? Oh, ich hab's nicht hinbekommen. Ich weiß halt nicht, ob Pouncen so ideal ist, wenn das mehrere sind. Keine Ahnung.
Den dritten sehe ich auch nicht mehr, der ist gleich im Busch. Aua, wird gebissen. Blute halt immer noch stark. Der Bluttropfen, da wird nicht besser. Ich muss mich nochmal... Ah, jetzt heilt's. Okay, never mind. Ich habe es immer noch nicht so ganz verstanden, muss ich sagen. Und ich schwimme rüber. Let's go. Gar keine Ausdauer mehr. Regen wir mal kurz. Ah, da sind wieder alle drei sogar jetzt. Oh nein, es hat einen erwischt von uns. Oh no. Sind alle Lowlife und es sind schon zwei gestorben, glaube ich. Boah, das ist echt hart gegen drei Stück. Boah, ich versuche jetzt von hier oben zu kommen. Meint ihr, das klappt? Das kann halt richtig in die Hose gehen. Okay, ich habe ein paar Hits machen können, aber ich wurde auch gebissen. Der ist, glaube ich, auch schon relativ low. Oh, oh. Oh mein Gott, was ist denn jetzt? Das ist nicht gut. Oh, ich hab's geschafft. Versuchen wir erstmal einen Überblick zu verschaffen wieder. Oh, die pouncen gerade den einen. Oh, die pouncen den richtig. Die müssen jetzt eigentlich helfen gegen die anderen beiden. Oh Gott. Okay, jetzt geht's mir wieder besser. Bin mich jetzt auch nicht komplett vollfressen wegen den Diäten. Also ist das schon gut. Jetzt gucken wir noch Crocs. Na super. Ich glaube, da drüben sind sie jetzt. Sie sind drüber gerannt. Guckt sie euch an. Oh Mist. Aber die Sonne geht auf. Und wir haben es geschafft, Leute. Wir sind ausgewachsen. Oh, ihr kommt rüber geschwommen.
Oh, mich hat's erwischt, oder? Ja, der hat mich getroffen, so Mist. Bin auch daneben gesprungen. Okay, ne, ich heile. Hinlegen wäre wahrscheinlich besser. Nein, er hat Dani getötet. Oh nein, ich bin dead. Oh Gott. Ich bin aber auch in die falsche Stelle gesprungen. Okay. Das war wirklich sehr interessant mit dem Raptor. Das hat echt Spaß gemacht. Wir haben super viel gekämpft und die Kämpfe haben echt intensiv lange gedauert. Ich habe mich jetzt gar nicht so viel umherbewegt oder so. Wir waren eigentlich die ganze Zeit nur am Fighten. Das war wirklich cool. Ich hoffe, euch hat das mindestens genauso viel Spaß gemacht wie mir. Dann wäre es echt cool, wenn ihr liken würdet. Das würde mich sehr unterstützen. Und ich würde mich auch sehr darüber freuen, wenn ihr mir in die Kommentare schreiben würdet, welchen dieser Dinos ihr als nächstes sehen wollt. Ich bedanke mich bei euch vielmals fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.